Liebe Hallenserinnen, liebe Hallenser, normalerweise ist die Stadt voll am Freiwilligentag, voll von Helfern. Wir haben immer Hunderte von Personen, die viele zahlreiche Aktionen in der Stadt durchführen und unterstützen unter dem schönen Motto Engel für einen Tag. Wir wissen alle, dass es in diesem Jahr etwas anders sein wird. Die Corona-Pandemie ist nach wie vor in unserer Stadt und prägt den Alltag. Und deshalb bin ich froh, dass die Freiwilligenagentur sich Gedanken gemacht hat, wie man mit den Einschränkungen etwas Gutes an diesem Tag umsetzen kann und natürlich mit dem entsprechenden Abstand. Und deshalb gibt es sehr viele Vorschläge der Freiwilligenagentur, die die Aktionen beschreiben und all das darstellen, was auch in Pandemiezeiten hier ein Konzept, eine Möglichkeit gegeben ist, den Freiwilligen Tag durchzuführen. Ja, deshalb meine Bitte, gehen Sie auf die Internetseiten der Freiwilligenagentur, schauen Sie sich an, was es für Projekte gibt. Engagiert in Halle auf dieser Seite finden Sie die Projekte und wir hoffen natürlich, dass wir sehr schnell wieder in der Stadthalle in das gesellschaftliche normale Leben zurückkehren können. Aktuell sinken die Inzidenzzahlen wieder etwas, aber wir brauchen Geduld für das, was hier noch erforderlich ist und natürlich von allen ein verantwortungsbewusstes Handeln in der Pandemiezeit. Ich freue mich auf den Freiwilligentag, möchte mich ausdrücklich bedanken, dass wir mit Abstand Ideen entwickelt haben und deshalb vielen Dank, machen Sie mit und bleiben Sie gesund.